Jetzt bin ich hier bei Dennerle auf der Interzoo und da gibt es was ganz Besonderes. Jawohl. Ihr habt euch da ein bisschen ausgetobt. Genau. Und was ist das hier genau? Das ist ein Projekt, das haben wir zusammen mit Elgato und Nvidia. Ja, Nvidia ist so, ja, so PC-Komponenten, genau, genau. Und Grafikkarten. Ja, mit denen haben wir ein Projekt gestartet und zwar haben wir hier einen Gaming-Computer, wo aber Aquarienlandschaften integriert sind. Also das ist ein komplett, der ganze Tisch ist der Computer. Ich zeige dir mal hier meine Schublade. Da sind dann die ganzen Computer, Lüfter, alles, Festplatten ist da alles drin. Ja. Und obendrauf ist dann halt die Landschaft. Das ist so eine Endzeitgeschichte. Also so die Natur holt sich die Stadt quasi wieder zurück. Ja. Das Projekt heißt Urban Oasis. Wir haben auch über das Projekt eine dreiteilige Dokumentation gedreht. Also da kannst du gucken. Oder es wird jetzt jede Woche, ab Donnerstag wird jetzt jede Woche eine Episode online gehen. Und ab am 23., wenn die letzte Episode online ist, starten wir auch einen Livestream, wo wir einmal im Monat einen Livestream machen möchten, wo wir die Leute mitnehmen möchten, wo die Leute in Interaktion gehen können, wo wir mit ihnen sprechen können. Das Thema soll dann auch zum Beispiel heißen Tech versus Nature, die Geschichte, damit man mit den Leuten zusammen die Geschichte eventuell noch erweitern kann oder was ändern kann. Ich mache zum Beispiel bei jedem Livestream eine Live-Einrichtung, also wo wir ein Aquarium von uns einrichten. Ja. Und das werden wir auch in jedem Livestream, in den Folge-Livestreams dann quasi das Update zeigen. Nach 3 Monaten wollen wir das versteigern, das Aquarium, okay, und für einen guten Zweck spenden. Mal gucken, cool, wie das alles ankommt. Ich finde vor allem cool, dass ihr dann auch weiter pflegt und nicht nur einrichtet, sondern der genau, gar nicht mehr sieht. Genau, das einfach die Leute so mitnehmen, ja, und wenn zum Beispiel Algen kommen, ja, den Leuten einfach zeigen, ey, ist ganz, ja, normal, gehört dazu. Kann passieren. Jetzt kurze Erklärung noch zu dem Tisch hier. Hier haben wir einen Monitor zum Beispiel, das ist dieser 20 Liter Cube da hinten. Ja. Dann haben wir im Layout verschiedene Kameras, das ist dieser da vorne. Okay. Dann haben wir den 35er mit dem Kampffisch, das ist, ja, diese, die Kamera. Hier ist die Kamera, ja. Hier sitzt die Kamera. Dann den 70er haben wir da vorne. Das sind die Kameras von, genau, dem Auto, so Webcams. Genau. Und hier haben wir so ein Paludarium. Genau, so ein Paludarium. Einfach mal zu zeigen, dass auch ein Tank von uns anders eingerichtet werden kann, ja, genau. Ja, und hier oben kann man dann, sind dann schon mal die Dokumentationen, alle 3 Episoden, ja, angeteasert. Und das haben wir alles auf dem Stream Deck. Und auch der Tisch soll dann 24/7, also anschaubar sein. Also jeder, wo mal, okay, gucken möchte, was im Moment Phase ist, kann man sich dann da angucken. Sehr cool. Ja. Sieht man dann auch, wenn du da mal Pflege machst dazwischen. Genau, dann, wenn dann Wasserwechsel gemacht, ja, wird. Oh, jetzt wischen wir die Scheiben und das wird eine das coole Geschichte. Cool, ja. Wir haben auch den Aufbau, beim Aufbau wurde auch die Entwicklung des Tisches, wurde auch in Zeitraffer, kann man, ja, dann sehen, wie die Pflanzen wachsen und alles. Das also cool. Das ist eine coole Geschichte, ist eine runde Geschichte und vor allem es sind viele Bereiche, die hier ineinander, also wir waren ein großes Team, ja, den Tisch, also das Gestell hat dann zum Beispiel eine Case-Modding-Firma gemacht, die normalerweise Streaming-Computer baut. Ja. Dann habe ich mit einem Aquascaper aus Nürnberg hier, wir sind ja jetzt in Nürnberg, ja, und der hat mit mir zusammen die Aquarien eingerichtet. Wir sind auch bei mir zu Hause an einen Ort gefahren, wo viel Natur ist und war erklärt, wie, was und welche Kombinationen auch immer gut im Aquarium wirken. Tobias bei uns im Marketing hat die Details mit dem 3D-Drucker. Die Brücke ist auch 3D-Druckelement. Okay. Unser Grafikdesigner Alex hat diesen kompletten Tisch schon mal gezeichnet gehabt. Also, ja, haben Sie wirklich alles selbst auch gemacht oder die ganzen? Haben wir alles selber gemacht. Ja, alles selbst. Ah, okay, cool. Und zu den Aquarien, wir haben das vorher schon kurz geredet. Die Aquarien sind ja alles normale Aquarien ohne irgendwelche künstlichen Sachen. Genau. Außer halt das Paludarium hier. Aber das finde ich auch richtig cool, dass jetzt nicht irgendwie ganz viel unnatürliche Sachen in den Aquarien sind, sondern dass es einfach coole, schöne, eingerichtete Aquarien sind. Ja, genau. Das ist mir auch persönlich auch sehr wichtig, dass, ja, ich stehe auf so Kunstzeug im Aquarium, stehe ich nicht persönlich. Ja. Es ist aber nur ein persönlicher Geschmack. Hier haben wir ein paar kleine Details, zum, ja, Beispiel die Kanalrohre habe ich auf PVC-Rohren gebaut. Hier liegt noch ein alter Lüfter rum, hier, ja, ein paar Fässer. Aber das gehört einfach zu dem Gesamtoptik dann, ja, einfach dazu, sind Kleinigkeiten. Aber in den Hauptaquarien, wo auch die Tiere drin sitzen und so, da habe ich keine künstlichen Deko verwendet.
Glas finde ich sehr cool auf jeden Fall. Der ist echt cool. Also, als ich das zuerst so von Weitem gesehen habe, dachte ich mir, oh mein Gott, was ist das? Aber jetzt hier das Ganze so zu sehen, auch das Konzept dahinter, ist schon eine coole Sache. Danke. Ich bin echt gespannt, wie sich das entwickeln wird, werde ich auf jeden Fall verfolgen. Genau. Und mal reinschauen. Und ja, würde uns freuen. Ja. Gibt es sonst noch irgendwas? Ich glaube, sonst haben wir jetzt hier alles. So nee, sonst haben wir hier Produkte, haben wir nichts Neues, was wir ja schon, ja. Haben wir ja schon drüber gesprochen. Ja. Und da hast du ja schon einiges bei euch gezeigt. Ja, ich habe jetzt auch letztes Jahr den 30er Cube eingerichtet. Genau. Und auch dann 35 Liter Nano-Tank. Genau. Da habe ich auch den Heizstab gezeigt. Das finde ich ganz cool. Ich heiz meine Aquarien nicht, weil es mir warm genug ist. Genau. Aber sonst ist es eine coole Sache, vor allem halt für so kleine Aquarien. Genau. Weil er halt so klein ist und kompakt ist. Genau. Aber ja, dann vielen Dank. Ja, gerne. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. Okay, also ich nehme euch so nochmal kurz mit. Also die Aquarien selbst sind ja auch richtig schön, also auch richtig gut für Pflanzenwachstum. Muss ich sagen, ist jetzt generell auf der Messe teilweise nicht so schön. Aber hier schaut es echt sehr gut aus. Also auch hier, da sieht man nicht ganz so rein in die Aquarien. Aber das, was man sieht, schaut auf jeden Fall gut aus. Auch fischmäßig ist ja jetzt nicht irgendwas eingesetzt. Ich glaube, hier ist ein Bitter, also ein Kampffisch. Das ist okay von der Größe. Und hier auch noch ein schönes, ich glaube, es ist ein Holland-Aquarium. Auch sehr schöner Pflanzenwachstum. Und vor allem, dass man weiß, die Aquarien werden bestehen bleiben. Also die werden auch weiter gepflegt. Und man kann das noch verfolgen, wie die dann nachher aussehen. Finde ich auch eine coole Sache. Dann vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.